Was macht ihr alle? Ja, ich warte jetzt erstmal auf Geld für den Arzt. Ich gebe die jetzt einfach mal auf. Gebäude hier. Genau. Und wenn ich gleich hier mal mit den Aufnahmen durch sind, dann gucke ich es mir an. So, welche Erweiterung baue ich jetzt ans Rathaus? Ich schau mal, was ich in der Zeit aufgenommen habe. Das war's halt. Haben wir Bildung schon? Nee, also ich nicht. Also ich habe mich auf Bildung spezialisiert. Du hast Bildung. Ach nee, aber du hast nichts, oder? Du hast kein keine Bildungsabteilung gebaut bisher. Nein. Dann baue ich die, ja? Wie soll ich denn die bauen, wenn meine Stadt eh weg ist? Ja, deswegen. Wo hatte ich, wo ist denn das Steuerfeld nochmal? Das war doch hier irgendwo noch. Unten bei denen, wo dein Geld abgemeldet wird. Genau, da war es. Ja, genau. Und ich habe jetzt auch mehrere Möglichkeiten. Ja, haben wir auch. Statt nur 9%. So. Ja, die habt ihr auch, weil ich das gebaut habe, oder? Genau, weil du in der Region bist. Deswegen sprechen wir uns ab. Ja, das perfekt. Intelligent, ja. Weil du kannst die Bildungsabteilung ist gebaut, das heißt Unis und so sind jetzt auch frei. Ja. Nein, gleich erst. Also ich habe, wenn ich 10 Minuten Folgen du kannst mal auf öffentliche Transportmittel klicken, das drittletzte. Ich habe 3,5 Folgen. Dann siehst du ja auch, dass du einen Busbahnhof jetzt bauen könntest. Richtig, ja. Den hättest du vorher nicht bauen können. Weil irgendjemand halt diesen Transport-Upgrade gemacht hat. Ach so, okay. Ja, ich warte jetzt aber erstmal auf mein Dings hier. Mein blödes Krankenhaus, die heulen ja alle rum. Oh, dein Müllwagen kommt noch hinterher. 513 von 529 Müll waren abgeliefert. Ey, ein niedergebranntes Haus? Was soll der Scheiß? Was machen deine Leute? Das habe ich eben schon mal abgerissen, stimmt. Ja, genau, das ist, das wird total selten aktualisiert irgendwie. Boah, ein Basis-Vortrag, das lohnt sich echt. Kann ich. So eine Option fehlt mir noch, so einfach neu anfangen. Ja. Im Normalfall scheitert man ja auch nicht. Im Normalfall. Aber du bist ja nicht normal. Angeblich habe ich bei mir keinen Bedarf, egal was. Kein Wohngebiet, kein Gewerbe, keine Industrie. Oh, bei mir will Gewerbe einziehen. Oh, Gott. Nur regionalen Bedarf. Aber wenn ich da gar keinen Bedarf habe, dann heißt das ja eigentlich, dass es bei mir wunderbar ausgewogen ist, oder? Eigentlich. Eigentlich ist immer so ein schönes Wort. Ja. Wie lange nimmt ihr jetzt alle noch so auf? Keine Ahnung. Stunde sind wir fast da, ne? Ja, Stunde sind wir jetzt. Ja. Sind wir ja auch 20 Minuten Parts. Mal gucken, wie es mir passt. Ja, irgendwie so. Ich müsste mal eine neue Stadt gründen, ich habe keinen Platz mehr. Verdammt. Da muss, hat immer schon alles voll geklatscht, jawohl. Ja, das Vollklatschen, das geht schnell, wenn man will. Man muss es halt dann nur noch optimieren. Verdammt. Ich habe auch gelernt, Vollklatschen. Stimmt. So, das habe ich auch schon gesehen. Um eine Stunde noch, dann kann ich es bauen. Jetzt pisst euch nicht so an. 12 Tote pro Tag. Ja, kommt schon. 10 Minuten. Ich weiß, das ist nicht optimal. Oh, so bestimmt nicht. Aber ach, dann halt schaue ich halt in der Zwischenzeit meine private Region. Ich baue doch mal die Tourismusabteilung jetzt an. Tourismus? So. Tourismus haben wir doch schon, oder? Ja. Nee, haben wir nicht. Was haben wir nicht? Deswegen will ich hier bauen. Alles so, nervig. Stimmt. Das hatten wir noch nicht. Okay. So, flop. Petition zum Gymnasium. Genehmigt. Krankenwagen aus Jörnswald kommt. Kommt meine Klinik nicht mehr hinterher. Was sind das für Loser? Scheint so. 513 Sims von 550 möglichen. Ha. Hat doch gut gepasst. Wie sieht's denn nicht aus mit Kunden? Ja, gut abgedeckt. Ich hab noch keine Polizei und hab null Verbrechen. Ah, ich hab ein Verbrechen. Ich hab da gar nichts. Ach stimmt, die Bullen muss ich auch noch bauen. Ich glaube, ich baue mal den Kölner. So. Aber die Müllabfuhr schafft's nicht. Da, was hingebaut. Das mit zu spitzen Winkel, das kapiere ich irgendwie nicht. Ja, das heißt, kann man ignorieren, anders bauen funktioniert schon irgendwie. Einfach irgendwie anders bauen funktioniert schon. Machen könnte ich, könnte die Straße theoretisch abreißen und wieder neu bauen. Ja. Wenn da nichts Wichtiges dran steht. Ich kenne da jemanden, der hat das in der Beta ziemlich häufig so gemacht.
Alter, wenn da nichts Wichtiges bei ist, kann man es ja locker machen. Nur ungünstig, wenn da irgendwelche großen Gebäude schon dran stehen, die Geld kosten. Nee, nee, das ist bei mir noch nicht der Fall. Dann kann man das ja ohne weiteres machen. Oh, da hat einer zu wenig Stromproduktion. Ja, streng dich mal an. Ich habe zu wenig Strom? Ja, ich krieg nichts mehr von dir. Aber ich brauche jetzt eh. Ach so, ich habe zu wenig für dich. Ja, ja, gut. Ich habe minus 6. Was habe ich denn hier? Ich habe 3,3 Megawattstunden Überschuss noch. Nur bei mir steht 0 Megawatt in der Region verfügbar. Hm, lustig. Yep. Aber egal nicht. Vielleicht, jetzt weil ich einfach dir noch nichts geschenkt habe, gegeben, verkauft. Kann man das? Muss man das überhaupt? Nee. Nö, am Anfang hatte ich ja. Passiert automatisch, ja. Oh Mann, da das Kohlekraftwerk. Oder Kölner Dom ist gebaut für dich. Was? Du Sau! Ach, der ist auch relativ günstig, ne? Der kostet nur 50.000 oder so. Yep. Cool, den baue ich jetzt auch mal. Also gleich. Was, kann ich nicht? Warum darf ich den nicht bauen? Aus, deswegen. Tourismusabteilung, Mann, das ist bei mir noch nicht angekommen. Das dauert immer ein bisschen. Verdammt, ich brauche Einwohner. Den will ich auch bauen, Kölner Dom. Der muss, ich wohne in Köln. Der muss hier gebaut werden. Nein. Er kommt nicht zu dir. Doch, doch. Da müsste ich Kohle. Ah, klar, habe ich genau passend gebaut. Ah, egal. Wo habe ich natürlich Grundschule und Cooking gebaut? Genau mittig im Kohlefeld. Ja, das mache ich auch gerne. Egal, ich habe ja noch zwei andere. Warum kommt die Feuerwehr nicht bis hier runter? Muss ich noch eine bauen oder was? Oder reicht im Regelfall eine für die Stadt? Also eine kann reichen für eine Stadt. Ah, jetzt die hat wohl okay, jetzt hat sich Stadt. Haben wohl ein bisschen gebraucht. Ja, die hat eine beschissene Wegfindung. Ja, die sind echt doof. Die bauen ja lustige Häuschen hier, ne? Muss man schon sagen. Da liegt überall Müll herum, ja. Es geht aufwärts, sie ist doch nicht so gut. Ein Verbrechen braucht ja keine Polizei. So, was ist noch hier? Gymnasium, 60.000, alles klar. Also die Müllabfuhr kommt nicht mal annähernd hinterher hier. Also mich deckst du. Was sind das für Loser? Ja, toll. Aber ihr habt wahrscheinlich auch alles mehr Einwohner. Ich hab grad mal 9.000, also bei mir. Was bringt das Gymnasium überhaupt? Ich hab gerade mal 4.000. Ich hab 3. Die Müllwagen sind einfach zu dämlich. Gymnasium? Ich hab 6 Müllwagen, die müssen ja wohl mit 4.000 Einwohnern hinkommen hier. Woran sehe ich, wie viel mein Kraftwerk noch schafft an Leistung, was ich an Überschuss habe? Geh einfach unten auf Kraftwerk, dann steht das da rechts. Wenn unten einfach aufs Energie steht eine Abdeckung gehst. Der Stromversorgung. Nein. Ach so, wenn ja, genau. In der Bauleiste draufklickst. Genau, wo auch dann diese Wege lang gehen, gell? Nee. Nein, du gehst einfach unten in deiner Menüleiste. Ja, auf den Strom. Auf Energie. Genau, und ach, dann da, steht genau, rechts. Überschuss, ja, okay. Wie viel Überschuss hast du? Ja. Genau. Mit Mouseover kommen dann noch genauere Angaben. Benötigt, ja, Kapazität, ja. Kauf, Verkauf. Wasser brauche ich. Mehr Müllwagen, die schaffen das nicht, die 6 Stück hier. Voll Pfosten. Was bringt eigentlich das Gymnasium? Bilden. Unter anderem, dass die Leute anfangen zu recyceln. Okay. Kostet alles nur so viel Geld. So viel Einnahmen habe ich gar nicht, um mir das so schnell leisten zu können. Oh, ich hab Einnahmen sind bei mir okay. Wie viel hast du pro Stunde? Ich 5.700. Ja, ich mache hier so ein tolles Türmchen auf die Feuerwehr. Blöde Glocke. Ja. So, hätten wir da erstmal wieder die Produktion gesteigert. Darf ich jetzt endlich den Dom bauen? Nein, nicht genehmigt. Ja, das dauerte. Bis morgen, oder wie? Minimum. Bei mir ist auch nichts genehmigt. Warum sollte auch? Ne? Wäre da viel zu einfach. Genau. Ein Bahnhof für den Personenverkehr. Bei meinem Paar
Leute, 40.000 ausgeben? Ist doch eh kein Straßenverkehrsstau hier, oder? Ja, so leicht halt. Wo sie auf den Straßen zur Arbeit und zurückgeht, aber... Das kann man ignorieren, ja. Das wäre noch hellgrün. Ich bitte dich, also hellgrün ist ja wohl kein Stau. Hellgrün ist super. Bei mir ist an zwei Straßen schon, oder an einer rot, an einer orange. Also ein bisschen, das geht bei mir schon. Ja, bei mir geht nachher auch mehr, weil ich glaube um 2:30 nachts ist nicht so der allzu große Verkehr. Bei dir ist 2:30 nachts, bei mir ist 14 Uhr nachmittags. Bei mir ist 12 Uhr. Also jetzt 11.09 Uhr, okay. Ist ja komisch. Wir sind doch alle in derselben Region. Das ist normal, ja, dass es nicht synchron ist. Andere haben anderes. Ja. Kann den mal einer schlagen? Ich weiß, dass das ironisch war. Ja komm, pumpt ihr auch noch ab, oder? Deswegen beschweren sich. Die eine Pumpe kommt nicht hinterher. So, ich schaue mich mal um, was hier so los ist in anderen Städten. Bei mir nicht so wirklich was. Boah, diese verdammte Müllabfuhr. Papierwald. Aber jetzt, sie haben es fast geschafft. Nur noch drei Mülleimer leeren hier. Also, zumindest sehe ich auf der Karte nur drei. Meine kriegen sie geleert von dir aus. Sieht eigentlich ganz gut aus jetzt. Die Karte ist weiß. Mal gucken, was er gleich anzeigt. Ob er wirklich sagt, 555 von 555. Nice. Arbeiter gesucht. Wow, weltweit 0 neue Jobs geschaffen. Super Statistik. Dann sind die Server wohl gleich wieder weg. Nee, die Statistik wird nicht aktualisiert. Da bleibt es immer 0. Weil es gibt ja keine Statistik. Die werden zwar angefangen, aber werden immer auf 0 gesetzt. Achso, okay. Das ist total Schwachsinn. Was brauche ich denn mal? So, die Müllabfuhr, die Statistik wurde nicht aktualisiert, obwohl es keinen Müll mehr gibt in meiner Stadt. Na gut, lassen wir das. Braucht man auch nicht. Nee, nee. Ändern wir das hier mal. Irgendwie kommen meine Kamera nicht mehr hinterher. Bei mir kommen die Mülldinger auch nicht hinterher. Ich habe noch nicht mal Müll, aber habe keine Probleme. Eine aus der Nachbarstadt reicht. Apropos, ich guck mal, dass ich dir irgendwie richtig schön volle Kanne Müllwagen rüberschicke. Was konnte ich dir noch schicken? Feuerwehr hast du schon. Krankenwagen hast du auch. Ja, ja. Mehr habe ich noch nicht. Ist ja alles Boni, von daher. Ja. Ich schicke dir gerade mal Polizei rüber. Oh ja, das ist gut. Hier fährt nämlich gerade so ein blöder Verbrecher rum. Mein erster. Oh, und Diebstahl. Wo bleibt deine Feuerwehr? Deine Polizei? Weiß nicht, die habe ich gerade erst hingeplatziert, von daher, warte ich. Das wird wahrscheinlich zu lange dauern, ich glaube, ich baue dann auch mal ein. Ist ja noch geschlossen, weil wir stellen noch Leute ein. Zwei Streifenwagen kommen jetzt, denke ich mal, hoffe ich mal. Keine Ahnung, wie man das sieht. Ich glaube, selber sieht man das nicht, wo die unterwegs sind. Nee, nicht wirklich. Das siehst, glaube ich, nur du, wenn da welche auf der Regionskarte unterwegs sind von mir. Einer ist losgefahren. Na, dreht wir um, wir machen eine Patrouille. Oh. Da ist ein Gangster. Hallo, die direkt neben der Polizeiwache fährt der Gangster in seinem Auto vorbei. Ist denen okay, ist dem City-Server abgestürzt. Oh nein, nein. Egal, warten. Vielleicht kommen sie ja wieder. Ja, die Verbindung zum City-Server ist wiederhergestellt. Ja, gut. Ich muss aber den Chat wieder aufmachen. Jungs. Ja, ja, öffentlicher Verkehr, ganz ruhig. Komm, zieh doch mal schneller hier oben ein. Ich brauche Mitarbeiter. Ich habe zu viele offene Stellen. Naja, dann klicke ich mich erstmal aus. Sagt mir Bescheid, wenn ihr fertig seid. Ja. Oh, das ist aber... Verbindung nicht möglich. Super. Okay, dann höre ich, glaube ich, auch erstmal auf mit der Aufnahme hier. Dann bis später, ne? Jo, bis später. Bis dann. Immerhin habe ich schon 35 Minuten. Das ist ja aber was für nix. Bin über eine Stunde dran. Bin ja echt mal gespannt, wie viele Parts das werden. SimCity hilft jedem dazu, nicht so viele Parts auf einmal aufzunehmen.
Das Spiel hilft einem wirklich, ja. Das ist wie bei den Nintendo Games, wenn immer kommt, mach doch mal eine Pause. Du spielst schon eine Stunde. Ja. Aber bei mir ist immer das Problem, wenn ich auf Desktop gehe. Ich kann schon wieder zumachen. Ach verdammt, ich habe voll meinen Bergbau vergessen. Oh, da muss ich auch noch denken. Ich kann selber abschütteln. Ja. Ich habe voll drüber gebaut, komplett. Man was hört sich, ne? Jo. Jo. Sag mir Bescheid. Hm. Ich werde hier wohl den Bergbau mitten in die Stadt bauen müssen. Ach nö. Ist jetzt die ganze Konversation weg? Das habt ihr ja toll hingekriegt, Jungs. Er hat einfach komplett die ganze Konferenz gekillt. Dann pausiere ich kurz die Aufnahme, versuche wieder an der Konferenz teilzunehmen und falls es dann weitergeht, bin ich ja auch direkt wieder da. Bis gleich, Jungs.